Klick. So, let's play Terraria. Das ist von mir ein lang voraussehendes Let's Play von Terraria. Ist irgendwie sinnvoll, wenn der Name so lautet, dass wir auch dann Terraria spielen. Und ich frage mich, warum mein Mikro die ganze Zeit so fackelt. Komisch. Sehr merkwürdig, aber okay. Was soll man machen? Und zwar, wir spielen heute mal Terraria in Let's Play. Und jetzt reicht's mir aber. Warum wackelt das Teil? Egal. Egal, egal. Okay, ja. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Also, okay, in diesem Part geht es jetzt erstmal nur um die Erstellung. Und wartet mal, Leute. Liegt es daran? Es wackelt immer noch. Sehr merkwürdig. Okay, naja, wir spielen jetzt erstmal. Und wir erstellen einen neuen Charakter, ist mir klar. Und ich würde wirklich nur in Blau haben. Ja, ich würde nur in Blau haben und rote Schuhe. Blau und rote Schuhe, das kann jetzt ein bisschen dauern, ne? Ich mag nicht, wenn Sachen so lange dauern. Das ist immer ganz uncool. Ja, also ich habe das Spiel schon länger halt in Aussicht gehabt, das zu Let's Playen, aber ich muss sagen, Augen brauchen wir nicht. Ich bin nie dazu richtig gekommen und ich habe das Spiel auch früher selber nicht großartig gespielt oder ich hatte es früher noch nicht. Ich habe es gar nicht so lange. Ich habe es jetzt auch nur eine Stunde gespielt. Das heißt, ich bin noch sozusagen ein richtiger fetter Noob, ein Anfänger, ein eiskalt blutiger Anfänger. Und ihr könnt mir natürlich auch gerne Tipps geben, wenn ich spiele. Das heißt, einfach mal einen Kommentar schreiben, falls ich irgendwas falsch mache oder so. Und das könnt ihr mir dann am besten erklären. Und es wäre natürlich ends nice, wenn ihr sowas machen könntet, aber ihr werdet dazu natürlich nicht gezwungen. Irgendwie klar, oder? Und ja. Also, was ist mein Ziel? Ich will hier Let's Playen und zwar nicht so, dass ich jetzt ein Haus nur baue und dann halt Dings da mache, sondern ich will halt durch die ganze Welt reisen, alle Sachen finden, Items wertvolle und selber basteln und so weiter. Das heißt, so ein Entdecker-Let's Play wird es sein. Ist das ein gutes Wort? Ja, das ist ein relativ gutes Wort. Ein Entdecker-Let's Play. Natürlich wird es nur Let's Play Terraria heißen, wäre ja total sinnlos. Warum mache ich es jetzt auf grün? Ah, ich möchte aber in blau. Gehst du da runter? Und da oben, genau. Ich hoffe, ich nehme das. Es klappt hier mit der Aufnahme, weil ich nehme jetzt mal mit Audacity auf. Audacity. Ich sage immer Audacity, aber ich glaube, das heißt Audacity. Und auf jeden Fall geht es darum, dass ich mal halt gucken wollte, wie so verschiedene Aufnahmemöglichkeiten von meiner Stimme möglich wären. Und dafür nehme ich jetzt einfach mal mit Audacity auf. Genau, hier ist es. Mit Audacity auf, um zu sehen, ob denn dadurch meine Stimme irgendwie ein kleines bisschen besser rüberkommt oder so. Vielleicht ja noch so eine Rauschentfernung oder eine Optimierung oder irgend so einen Kack reinhauen. Damit sich das hier alles irgendwie dezenter, schöner anhört. Und ja, das hoffen wir. Ah ne, ich wollte jetzt auf Rot machen. Die Stimme mache ich nur auf Rot. Das ist so das Markenzeichen. Und ich liebe Blau. Ganz ehrlich, Leute, ich liebe Blau über alles. Blau ist einfach so eine derbsgeile Farbe. Keine Ahnung, warum ich diese mag. Egal. Softcore einstellen. Genau, Softcore. Das heißt, wir verlieren nur ein bisschen Geld, wenn wir sterben. Machen wir das erstmal, weil wir werden bestimmt öfters mal sterben. Männlich ist okay. Erstellen und wir nennen ihn natürlich den richtigen Namen Games. Du Gaming Bitch. Ja, akzeptiere ich. Oder wir hätten ihn auch Paul nennen können, aber der ist nicht so blau. Obwohl, der ist auch immer öfters blau, aber egal. Ja. Und Gamesort, das ist meine alte Welt. Wir machen eine neue Welt. Und zwar eine große. Wir wollen eine große haben. Und den Weltnamen eingeben. Ja, wie nenne ich das denn jetzt am besten? Keine Ahnung. Fragt mich nicht, Leute. Einen Weltnamen, einen Weltnamen. Terraria. Meine Welt. Let's Play World. Damit ich auch weiß, mit was ich zu tun habe. ja, erstellen. Das dauert jetzt wieder ein kleines bisschen. Also, wie gesagt, ich habe das Spiel damals noch nicht gehabt. Ich habe es erst vor einer gewissen Zeit geholt. Und zwar hat es immer bei Steam, ich glaube, ich muss jetzt ein bisschen lügen, und glaube, um die 10 € kostet es bei Steam normalerweise. Und ich war bei diesen Summer Sales. Das war bei Steam so halt so ein Angebot und da habe ich jetzt ein Spiel, war den einen Tag für 2 € runtergesetzt und ich hatte wirklich genau in dem Moment eine Paysafe-Karte, wo wirklich noch 2 € drauf waren.
Und dann habe ich mir das da einfach billig geholt, dieses Spiel. Darauf war ich dann auch sehr stolz und habe mich auch sehr berühmt gemacht, dass ich das Spiel hatte. Und ich hatte es gespielt. Ich kannte es ja schon vorher von einigen Let's Plays von anderen Let's Playern. Und ja, da hat es mir das Spiel eigentlich ehrlich gesagt nicht selber zugesagt. Aber als ich selber so gespielt habe, habe ich gemerkt, dass das eigentlich doch echt ein relativ witziges Spiel, was eigentlich auch Spaß machen könnte. Und wir gehen jetzt einfach mal in die Welt rein. Und dann gucken wir mal, wie unser Begleiter heißt. Obwohl es eigentlich kein richtiger Begleiter ist, der. Ich gehe sowieso mal weg und dann findet er mich nie wieder. Oder so. Feldframes, auch geil. Ich habe auch Bock auf Feldframes, ganz ehrlich. So, jetzt machen wir hier bitte. Ich möchte mir mal unsere geniale Welt ansehen. Da ist sie ja. Und wie heißt der? Wie heißt der? Er ist Daniel. Na, Daniel? Naja. Es geht. Kisten zum Zerschlagen. Kupferschwert, Kupferspitzhacke. Ich schwöre, ich hatte einmal was angefangen, da war das dämonisch und so weiter. Das war alles episch. Und da hatte ich nicht nur Kupfer, sondern irgendwas anderes. Auf jeden Fall dämonisch und das war nicht schlecht. Shuriken. Was? Wurfsterne? Warte, 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 warte. Zack. Haha. Wie geil. Es gibt Shurikens. Oh, die werden wir jetzt am besten einfach mal nicht hier verschwinden. Ey, ist ja geil. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Siehst du, und das meine ich, dass ich halt noch ein dreckiger Anfänger bin. Aber ich hoffe nicht, dass das bald auch alles sich ändert. Und halt, wie gesagt, ich werde jetzt nicht in riesen Häuser bauen oder so, immer so eine kleine Unterschrift zum Nachten. Damit wir nächsten Tag dann auf Entdeckungsreise gehen können. Und ja, der erste Part hier, also ich werde das alles in. Teuer Spiel, Call of Duty Modern Warfare 3. Ich werde alles in Schritten aufnehmen. Das heißt, nee, in einen Durchlauf. Also ich werde jetzt immer so fünf Parts, oder, also nicht fünf, vier Parts ungefähr, immer eine Stunde. Also immer so A 15 Minuten Part, werde ich halt immer einen Durchgang aufnehmen. Und die dann halt euch präsentieren, indem ich sie einfach dann hochlade. Das heißt, da wird keine Begrüßung oder sonst irgendwas Spektakuläres am Anfang passieren, sondern es wird einfach mitten im Game starten. Ich werde mir noch immer so eine bestimmte Szene raussuchen, wo ich vielleicht noch ein bisschen cutten sollte, dass sie nicht gerade mitten im Satz ist. Das wäre natürlich nicht so prickelnd. Und das Wasser und ein Häschen. Yay! Oh. Sehr geil. Wasser ist gut. Wasser ist dein Freund und Helfer. Da springe ich lieber nicht rein. Ich weiß nämlich nicht, ob ich dann noch wieder rauskomme. Obwohl wir da oben vielleicht mal hin sollten. Naja, wir werden jetzt erstmal gleich hier uns ein bisschen Holz ernten. Oder irgendwo lang gehen und dann werde ich mal mir ein kleines Häuschen bauen. Und ich würde nur sagen, das war erstmal der erste Part zum Erstellen. Da oben ist so ein Glibberding, den werde ich auch gleich eliminieren. Und ja, würde ich mal sagen, bis zum Part denn. Wollte ich eigentlich gar nicht machen. Egal. Ich. Ah! Oh, den machen wir noch fertig hier. Komm her. Oh, du Pimmel. Er fickt uns, wie er uns einfach gefickt hat. Tschüss. Unser Leben ist ziemlich jetzt auf Bergab. Weil ich Kumpel nicht richtig getroffen habe. Egal. Egal. Oh, jetzt bin ich hier oben. Toll. Da, den mache ich jetzt aber richtig. Was ist denn das? Früher war das also einfach, die zu besiegen. Aber ich muss bloß auf mein Leben achten, okay. Wir bauen das gleich mal im Bett oder weiß ich was auch immer. Und, ey, genau. Wir haben ja den Ninja-Wurfstern, die Shurikens. Oh. Na, gucken, was hier oben noch schnell ist. Und danach mache ich den Schluss. Aber wir haben keine Eile. Warum eigentlich Eile? Ist alles ganz easy. Vogel! Vogel, toll, ey, ganz ehrlich, ganz toll. Lol. Oh, Alpnix Höhle mit tollen Sachen. Da gehen wir nächstes Mal rein. Und dann müssen wir uns sogar durchkramen. Cool. Okay, dann bis dann erstmal und reingauen.